Hallo Römerlin, Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Wir müssen weitermachen. Ich war kurz im Pokémon Center zwischen den Aufnahmen und wir sind immer noch in der Arena. Klari! Mit diesem Kampfschrei mobilisiere ich meine Kräfte. Okay. Ich weiß ja nicht, was du für, weiß ich nicht, hast, aber okay. Ich akzeptiere das. Wieso hast du noch keinen Moschop? Wieso? Das... Nee. What? Taubos schafft es nicht mal, ein Macholo. Ein Macholo zu one-shotten. Das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Taubos. Oh Mann. Taubos ist echt ein bisschen sehr schwach. Irgendwie habe ich das Gefühl. Aber naja. Ich habe Angst vor Vergeltung, weil Vergeltung besiegt Taubos. Definitiv. Was? Warum ist denn Fliegen jetzt daneben gegangen? Taubos. Du enttäuscht mich. Aber fett. Warum hat Vergeltung ebenso viel Schaden gemacht? Aber wahrscheinlich je weniger KP das Pokémon hat, desto mehr Damage macht es, oder? Kann ich mir vorstellen? Habe ich Angst vor. Geowurf. Geowurf dürfte gehen. Das dürfte Taubos aushalten. Ja. Und noch ein Aeroas hinterher. Taubos ist echt schwach. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber Taubos ist echt schwach. Mann. Meister, verzeih mir. Nee. Macht er nicht. Definitiv nicht. Sorry, ich muss noch einen Hyperdrang einsetzen. Das ist echt ein Ding. Nächster Trainer. Ich bilde mit meinem Pokémon eine Einheit, wie Yin und Yang. Yin und Yang. Alles klar. Mit Yan? Krass. Oh, ich habe Angst vor Rihorn. Eigentlich. Komm, Stahlflügel. Es muss treffen. Tut es. Es macht kein Damage. Warum denn immer Felswurf? Warum muss es immer Felswurf sein? Jetzt trifft das bestimmt auch 50 Mal, oder? Nein, okay. Wow. Das ist ein Wunder. Oder Dragonier. Turtok oder Dragonier? Komm, setzen wir mal Dragonier ein. Das ist nochmal schön. Ein bisschen Erfahrungspunkte für Dragonier. Felswurf ist hier nicht effektiv. Genau, also weder effektiv noch nicht effektiv. Alter. Du willst nicht... Will... Alter, was solche Attacken eigentlich angeht, habe ich auch Todespech, habe ich das Gefühl, oder? Wie oft solche Attacken einfach fast komplett getroffen haben, oder komplett getroffen haben. Heilige. Das ist echt ein Ding. Ja, echt Pech. Herr Pokémon, harmonieren gut mit dir. Danke, ich weiß. Das ist echt ein Ding. Ich meine, wie oft hat jetzt Felswurf schon fast jedes Mal getroffen oder fast alle Instanzen, sag ich jetzt mal, getroffen oder Furienschlag oder Kratzfurie oder so. So oft. Das ist echt ein Ding. Ich bin verflucht, Leute. Verflucht bin ich. Der Stil zeichnet einen großen Kämpfer aus. Ja. Er hat wieder 5 Pokémon. Und der setzt einen Knogger ein. Ich wechsle instant. Das tue ich mir nicht an. Ich wechsle instant. Auf Turtok, komm. Bisschen Training für Turtok nochmal. Noch mehr Training für Turtok. Ah. Da musste ich halb husten, aber halb auch nicht. So ein Huster oder so, der im Hals stecken bleibt. Kennt ihr das? So, ihr habt dann die ganze Zeit das Gefühl, als müsstet ihr husten. Aber dieser Hustenreiz ist nicht da. Das ist ein bisschen... Naja. Regentanz braucht Turtok nicht. Noch ein Knogger. Okay. Von Astrainer Markus. Jo. Tschüss, Knogger. Turtok ist strong. Turtok ist gut. Macht schön Schaden. Komm, wir setzen gegen Rihorn wieder Dragonier ein.
Bisschen Training für Dragonier. Würde ich sagen. Pantusa kriegt gleich auch nochmal richtig viel. Richtig viel. Erfahrungspunkte, weil er halt gegen den Arenaleiter wieder eingesetzt wird. So, Boden und so. Macht Sinn, ne? Ja. Nidorina. Gegen Nidorina setzen wir Smetbo ein. Könnten natürlich auch theoretisch eigentlich Nidoking einsetzen. Wird der nochmal ein bisschen Training bekommt, aber. Ja, jetzt zu spät, jetzt habe ich Smetbo eingesetzt. Du kannst Nidorina sagen. Mann, Alter. Deutsch. Ist nicht. Nee, gibt's nicht. Deutsch, was ist das? Kann man es essen? Nidoqueen. Wir bleiben bei Smetbo. Komm, nochmal Psychokinese. Dürfte gut Damage machen, oder? Ja, doch. Warum kann Nidoking kein Body Slam? Warum ist es eigentlich schon wieder paralysiert, ey? Ich meine, gut, ich weiß, dass es paralysieren kann, aber warum? Beim ersten Mal? Beim ersten Mal wieder Paralyse, wisst ihr? Mann, das gibt's nicht. Ach Gottchen, ey. Ich habe den Halt verloren. Tja. So, jetzt gegen den Trainer hier. Ich bin der Karatekönig, ich besiegel dein Schicksal. Okay, mach das. Aber wir haben einen Tauboga. Tauboss, was gegen deine Kampf-Pokémon hoffentlich gut ankommen sollte. Wenn nicht, dann bin ich beleidigt. Ich meine, es ist, wenn das Tauboss Flug, normal Flug ist, das ist halt einfach unlucky. So, das ist total doof. Weil es halt, es hat halt eine Stärke gegenüber Kampf-Pokémon, aber keine Schwäche. Keine Stärke, also. Kampf-Pokémon haben eine Schwäche gegenüber Tauboss, weil es ist halt Flug, ja klar, Flugattacken und so. Aber Tauboss hat keine Schwäche gegenüber Kampf-Pokémon, weil die Kampfattacken trotzdem sehr guten Damage machen. Aua. Weil es halt normal ist. Und Kampf ist auf normal effektiv. Und das ist das, was mich gerade ein bisschen stört an Tauboss. Aber gut, noch ein Mashok. Wir bleiben mit Tauboss drin, aber ich werde einen Hypertrank einsetzen. Aber Tauboss braucht halt, also das braucht die Erfahrungspunkte gegen diese Kampf-Pokémon. Das ist halt das ist so das Problem. An Kampf-Pokémon kann sich Tauboss halt einfach gut hochleveln, sag ich mal. Dadurch, dass es halt endlich mal eine Effektivität hat. So. Gegen Pflanzen-Pokémon wäre es natürlich auch geil. Aber davon haben wir keine hier irgendwo. Das ist das Problem. So. Machoke besiegt. Gibt auch wenig Erfahrungspunkte, ne? Ah. So, gehe ich jetzt nochmal weg? Nee, komm. Ich kack drauf. Setze jetzt einen Hypertrank für Tauboss ein. Nochmal einen Hypertrank für Smetbo. Und nochmal einen Hyperheiler für Smetbo. Ich war jetzt gerade erst mal überlegen, ob ich ins Pokémon Center renne, da nochmal Pokémon heile, damit ich nichts verschwenden muss oder so. Aber nö, den Weg will ich jetzt nicht gehen. So, wir müssen. Wir mussten den Typen besiegen, sonst kommen wir hier gar nicht durch. Hätten wir den hier besiegt, wären wir halt von unten hier durchgekommen. Aber ja, guck mal, wer da ist, Leute. Der Arenaleiter von Fertania City. Aha, willkommen in meinem Geheimversteck. Hier wollte ich das Team Rocket wieder auferstehen lassen, aber du hast mich schon wieder aufgespürt. Also gut, dieses Mal kenne ich keine Gnade. Ich, Giovanni, der größte aller Trainer, fordere Revanche. Oh oh. Dedin. Dim. Dedim. Dim. Alles klar, wir setzen nicht Tauboss ein. Wieso habe ich nicht gewechselt vorher? Das ist, ach man. Dragonier. Du musst das regeln. Hier sind die Pokémon, die sind halt echt stark. Ich glaube, ich werde auch vor der Liga werde ich, wohl oder übel, Leute, alle unsere Pokémon auf Level 55 trainieren. Einfach nur, damit wir erstens noch Dragoran in der Liga haben. Und zweitens, damit wir wirklich Chancen auch in der Liga haben. So, das ist nämlich gerade so meine Angst.
dass wir, hier sind die Pokémon schon echt gut gelevelt. So, wenn ich das mir so angucke, eben 45, hier 42 und so. Und die Liga-Pokémon werden wahrscheinlich auch noch echt, echt stark sein. Und davor habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Also nicht krass. Au. Erdbeben kriegen wir doch jetzt auch, ne? Oh, Leute. Wir kriegen gleich Erdbeben. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, wir kriegen Erdbeben. Nidoqueen. Nidoqueen. Smetbo. Smetbo. Ist, glaube ich, die bessere Wahl als Nidoking. Was soll ich sagen? Ja, ich glaube, anderweitig kriegen wir kein Dragoran mehr auf Reihe. Deswegen werde ich, glaube ich, wirklich nochmal jedes Pokémon vorher trainieren. Und ich werde es so machen. Ich werde dann ja die Sonderbonbons nicht mehr einsetzen. Ich habe zwar noch echt viele Sonderbonbons, aber ich werde sie nicht einsetzen. Ich werde mir einen Sonderbonbon-Cheat raussuchen, Leute. Halt wirklich erst, wenn wir vor der Arena, vor der Top 4 sind, sag ich mal, oder in dem Bereich da. Und dann mit Sonderbonbons meine Pokémon auf Level 55 trainieren. Ja. So, ich werde es so machen. Das ist... Ja, das steht fest. Es steht schon fest. Weil wie gesagt, es würde anders... Würden wir... Oh, Level 50. Sein stärkstes Pokémon ist Level 50. Jetzt stellt euch die Liga vor, Leute. Jetzt stellt euch die Liga vor. Nidoking. Nidoking gegen Nidoking? Keine gute Sache. Kacke. Ich glaube, wir bleiben bei Turtok. Wir bleiben bei Turtok. Jetzt stellt euch die Liga vor. Ich weiß gar nicht, also sie sind stark. Ich glaube, 50 oder so ist auch da das... der Bereich. Und wie gesagt, ich würde halt echt sehr, sehr gerne... sehr, sehr gerne ein Dragoran haben. Und ich werde es in der Liga nicht mehr oder bis zur Liga nicht mehr auf Level 55 trainieren können. Das schaffe ich nicht. Dafür gibt es zu wenig Trainer. Und ich meine, ob ich jetzt Ewigkeiten in der Höhle oder im Gras oder so die Pokémon trainiere, oder ob ich das mit Sonderbonbons mache, während ich sie mit cheate so. Das macht keinen Unterschied. Es ist halt einfach nur zeitaufwendiger, es im Gras zu machen. Ah, der Kampf war hart, aber fair. Du hast gewonnen. Nimm bitte den Erdorden zum Zeichen meiner Anerkennung. Damit haben wir alle Orden, Leute. Wir haben alle Orden. Als Träger des Erdordens werden dir alle Pokémon jeglichen Levels gehorchen. Er stellt den Beweis seines Könnens als Pokémon-Trainer dar. Außerdem gewährt er dir den Zugang zur Pokémon-Liga. Nimm dieses Geschenk mit in dein Pokémon-Liga-Abenteuer. Thema 26. Das ist Erdbeben. Eine sehr starke Attacke, die ein starkes Beben verursacht. Ich habe sie vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch ein Arenaleiter war. Ach, du bist hier eigentlich kein Arenaleiter mehr? Das ist ja interessant. Ja, wie gesagt, ich mache das mit Sonderbonbons später. Ich werde jetzt werde ich noch nichts machen, Leute. Keine Angst. Ich werde jetzt noch normal weiterspielen, ohne meine Pokémon zu krass zu überleveln oder so. Aber ja, ich werde das später auf jeden Fall machen. Während wir halt in dem Pokémon Center der Pokémon Liga stehen, sag ich jetzt mal. Und Level 55 ist halt das Max. Mehr werde ich nicht machen. Höher werde ich nicht leveln. Ich will halt einfach nur, dass ich noch Dragoran bekomme. So. Und das ist halt... Ist eigentlich mein einziges Ziel noch. Oh, lol. Was? Lucia, was für eine Überraschung. Du bist also auch auf dem Weg zur Pokémon-Liga, oder? Du besitzt alle Orden, das ist cool. Lucia, ich werde mich für die Pokémon-Liga aufwärmen, indem ich dich besiege. Also, los geht's. Den Kampf... habe ich schon vergessen. Ein Tauboss. Yo, Level 47, Leute. Gut, dass ich meine Pokémon nochmal trainieren will, ne? Ich will's dir nur erwähnen. Fuck. Heilige Scheiße. Dein Tauboss ist schon Level 47. Angriff sinkt stark. Das ist schlecht. Steinhagel spezial, glaube ich. Ich hätte auch Dragonier einsetzen können. Donner.
Alter. Wir haben gerade ein paar Probleme, ne? Merkt das selber. Der Volltreffer rettet Nidoking den Arsch, glaube ich, Alter. LOL. Schöne Sache, Nidoking. Simsala, Simsala. Zeit für unser Gengar. Sehen, welches Level Simsala ist. Auch 47. Es ist schneller und setzt sehr zum Glück ein. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss nur Hypnose treffen, ey. Ho. Okay. Gut. Ich glaube, dann werdet ihr mir die Entscheidung nicht übel nehmen, dass ich das mit Sonderbonbons machen werde. Wie gesagt, würde ich das Spiel jetzt wirklich auf dem Gameboy oder so spielen, würde ich natürlich meine Pokémon noch anderweitig trainieren. Halt über Gras, über Trainer suchen oder so, keine Ahnung. Aber da ich hier auf dem Emulator die Möglichkeit habe, werde ich doch nicht Zeit verschwenden und wirklich halt, nee. Das wäre dumm. Das wäre einfach dumm. Ich werde nicht die Zeit verschwenden und die Pokémon in der Höhle oder im Gras trainieren. Wenn ich schon die Möglichkeit auf dem Emulator habe. Das wäre dumm. Ich meine, ihr müsst zugeben, das würdet ihr auch machen, oder? Ich meine, ja. 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 Gut, vielleicht seht ihr es anders. Aber, ja. Als Let's Player will man da nicht so viel Zeit verschwenden. Gut, ich meine, ich nehme gerade im Voraus auf, ich hätte die Zeit theoretisch. Aber, nö. Hätte ich halt einfach echt null Bock drauf. Auch so. Es wäre mir halt einfach viel zu doof, viel zu nervig. Wirklich dafür so viel Zeit aufzuopfern. Alter, 53. So viel Zeit aufzuopfern, dass ich halt, ne? Die Pokémon so komplett trainiere. Im Gras. Das wär viel zu doof. Was? Was? Ich hab noch nie gesehen, dass das wer gemacht hat. Was? Lol. Denn das ist das Ende von Taubos, ist dadurch, ne? Okay, gut. Durch das Auswechseln. Lol. Okay, Dragonier. Du musst dran. Der hat echt krass trainierte Pokémon. Wir haben gerade echt ein bisschen Probleme hier. So. Guckt euch diesen Damage an. Lol. Hoffentlich ist Dragonier schneller. Ja, ist es. Okay. Dragonier hat eine gute Initiative, glaube ich, ne? Dragonier ist ja auch schon stark. So ist nicht. Und ich hoffe, wir finden Drachenklaue. Wirklich. Also nicht, dass da die Information bei mir schon wieder falsch ist. Und ich keine Drachenklaue in der Siegesstraße finde. Ich sollte sie in der Siegesstraße finden. Die Attacke. Und ich brauch die. Ich brauch die. Sonst habe ich keine coole Drachenattacke für Dragonier. Ich weiß ja nicht, was. Es erlernt nichts Cooles mehr. Ansonsten hat Dragonier halt keine Drachenattacken. Dann werde ich ihm Erdbeben beibringen später. Also Dragoran halt. Ganz ehrlich. Also, da sehe ich nichts. Lol. Oh, Dragonier. Du bist echt, du lebst am Limit, du. Dragonier, du lebst am Limit. Ich sag's dir. Holy fuck moly. Dieser Flow wird wieder eingesetzt, dann kommt wieder Taubos rein. Alter Vater. Letztes Pokémon, Leute. Diesmal kann er nicht auswechseln. Dieser Floor ist schneller. Es ist 14 Level über Taubos. 14. Das ist echt ein Ding. Das ist echt ein Ding, Leute. 14 Level, ey. Krass. Krass, wie underlevelt meine Pokémon eigentlich sind. Ich hab halt, also, in Fuchsania und so habe ich halt noch gedacht, yo, da sind meine Pokémon echt hart überlevelt. Aber mittlerweile sind sie halt echt hart unterlevelt. So kommt es mir jedenfalls vor. Muss ich ja sagen. Rasierblatt. Ist okay. Oh Gott, ey.
Ich muss einen Überdrang einsetzen. Sonst würde Taubos, glaube ich, echt nicht überleben. Ich weiß nicht, 38 hat es in KP? Hätte es nicht überlebt. Warte mal. Das war eben kein Volltreffer? Warum hat das denn jetzt gerade so viel... Was? Warum hat das denn jetzt gerade so viel Damage gemacht? Alter! Das ist ein Ding. Mein Sound ist schon wieder aus. Aber es wird beregelt, weil dieser Floor Gift ist. Zum Glück. Alter, das hat mich gerade. Wow. Was? Ich war zu unvorsichtig. Ja, das warst du. Das war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Liga vorbereitet. Lucia, auch wenn du gewonnen hast, musst du mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir dessen bewusst. Bis dann. Das weiß ich definitiv. Gut, Leute, ich beende hier den Part. Alter Vater, ey. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein!